Elefanten, Strauße, ja sogar Löwen. Viele hier sehen diese Tiere zum ersten Mal in ihrem Leben. Es ist toll für uns Kinder, in den Zoo zu kommen, um die vielen wilden Tiere zu sehen. Früher ist kaum jemand nach Maiduguri gekommen, wegen des Aufstands, aber jetzt gibt es Frieden. Darum bin ich hier. Jetzt kann ich hier in Ruhe die Tiere beobachten. Mitten in Maiduguri befindet sich der Zoo, einer Stadt, die seit Jahren nur durch Terrorschlagzeilen macht. Es ist einer der wenigen Orte zum Entspannen. Ein Ort, um auf andere Gedanken zu kommen, für gerade mal 10 Cent Eintritt. Dabei hat auch der Zoo lange unter dem Terror gelitten, berichtet der Direktor. Zu den schlimmsten Zeiten sind einige Tiere verhungert. In der Not wurden Ziegen aus dem Gehege für die Krokodile und Löwen geopfert. Unter der früheren Regierung wurde der Zoo vernachlässigt. Wir hatten nicht mal genug Geld für das Futter. Aber Gott sei Dank ist das mit der aktuellen Regierung anders. Mit dem bescheidenen Beitrag, den wir bekommen, konnten wir endlich aufräumen und den Zoo wieder verschönern. Die Besucherzahl steigt stetig an, berichtet der Direktor. Er will dafür sorgen, dass die Besucher bald noch mehr Tiere sehen können. Maiduguri war einst eine blühende Handelsmetropole und das will die Stadt auch wieder sein. Obwohl es noch immer regelmäßig Selbstmordanschläge gibt, vor allem in den Vororten, Maiduguri ist auf einem guten Weg. Die Geschäfte haben wieder geöffnet und die meisten Menschen hier blicken optimistisch in die Zukunft.